Mein Name ist Jens Heidenreich. Ich bin 34 Jahre alt und bin IAB-Absolvent. Ich habe ursprünglich Maurer und Schweißer gelernt und habe dann im Zeitraum von 2008 bis 2013 in Rosenheim Innenausbau studiert. Derzeit arbeite ich bei der Firma Beil & Demmelhuber im Bereich Trockenbau als Projekttechniker. Also mein Name ist Klaus Zehentner. Ich habe 2005 mein Innenausbaustudium in Rosenheim begonnen. Habe das dann 2009 abgeschlossen und mich dann entschlossen, meine Masterausbildung draufzusetzen. Und zwar habe ich dann gewählt, den Kooperationsmaster zwischen der FH Rosenheim und der FH Biel zu nehmen, mit dem Schwerpunkt Management. Ich komme auch aus einem elterlichen Schreinereibetrieb und habe 2006 mit dem Studium angefangen in Rosenheim und war dann 2010 fertig und bin jetzt hier bei B&D eigentlich, um einfach noch Erfahrung zu sammeln. Ich bin jetzt mittlerweile seit 10 Jahren schon bei Werner & Demmelhuber und bin stetig da, habe da stetig eine Weiterentwicklung quasi gemacht. Bis jetzt im Bereich Unternehmensentwicklung quasi tätig. Zurzeit haben wir ja vor 3 Jahren einen neuen Geschäftsbereich im Bereich Innenraum aufgemacht und da unterstütze ich jetzt im Moment gerade den neuen Geschäftsbereichsleiter. Bei Beil & Demmelhuber in der Unternehmensphilosophie ist ein grundsätzlicher Leitsatz enthalten und der lautet: Wir Beil & Demmelhuber baut Innenräume mit Herz und Verstand. Und da ist es so, dass man das natürlich auch versucht quasi umzusetzen in den Mitarbeitern, die wir letzten Endes haben. Also die sollen mit einer gewissen Leidenschaft letzten Endes auch ans Werk gehen, sollen quasi ja, ihr Know-how und ihr Wissen dazu einbringen. Und das Herz und den Verstand letzten Endes mit in die Projekte mit reinnehmen, sodass letzten Endes für den Kunde draußen ein perfektes Werk entsteht, das zum einen ihm Freude bereitet und zum anderen dem Mitarbeiter dann ja auch eine Freude bereitet, wenn er es am Schluss dann wieder sieht. Bei Beil & Demmelhuber bin ich im Geschäftsbereich Innenraum aktiv. Wir machen Projekte mit dem Schwerpunkt Möbel, Holz, Oberflächen, einfach den Innenraum, die Innenraumgestaltung. Dabei haben wir zu tun mit Projektgrößen, die was bis in den 7-stelligen Bereich gehen, was sehr interessant und umfangreich dann auch ist, aber das Ganze auch wahnsinnig spannend macht. Mein Aufgabenbereich ist sehr vielfältig. Ich arbeite auf der einen Seite vom Büro aus, auf der anderen Seite auf der Baustelle. Die Tätigkeitsfelder reichen von der Arbeitsvorbereitung über die Qualitätssicherung bis hin zur Schnittstellenkoordination oder Entwicklung von Detaillösungen. Meiner Meinung nach ist Trockenbau heutzutage eines der Hauptgewerke im Innenausbau. Die Gründe dafür sind, denke ich, sehr vielfältig. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist, dass sich nur im Trockenbau die hohen Anforderungen in den Disziplinen wie zum Beispiel Schallschutz und Brandschutz mit besonderen architektonischen Lösungen verbinden lassen. Also im Prinzip geht es um die Umsetzung von fertigen Entwurfsplanungen, um die Umsetzung bezüglich auf Fertigung und Konstruktion, also Entwicklung des Entwurfs, der dann oftmals vom Architekt dann schon fertig zu uns kommt und den einfach dann unter Gesichtspunkt der Termine, Qualität und Kosten dann einfach zum Ziel zu führen. Ja. Also die Projekte sind eigentlich deshalb allein schon spannend, weil man auch mit so vielen Materialien in Kontakt kommt und viel Tüftelarbeit allein schon in die Bemusterung von Materialien und im ganzen Design von den Oberflächen viel investieren muss und teilweise sich mit Künstlern auseinandersetzen muss, die dann die Verarbeitung von den jeweiligen Materialien beherrschen und ja, und das ist dann schon interessant. Öffnet sich einem immer eine neue Welt dann eigentlich dann. Es hat sich halt so ergeben, sage ich jetzt mal, dadurch, dass Rosenheim auch eine gewisse Holzlastigkeit hat, sind schon viele Schreiner quasi da ansetzt und identifiziert sich auch mit dem Studiengang Innenausbau. Ja. Aber prinzipiell würde ich sagen, wäre der Studiengang ja für jeden anderen Glasermeister oder Metallbauausbaumeister genauso geeignet, weil er halt ein anderes Wissen quasi mit reinbringt für den Ausbau.
für besondere Momente im Berufsleben oder im Berufsleben eines Projektleiters im Innenausbau sind dann eigentlich, wenn die Projekte fertig werden. Wenn es dann zur Abnahme kommt, der Kunde bekommt seine fertige Flughafen-Lounge beispielsweise übergeben, ist mit dem Ergebnis hochzufrieden und man hat einfach ein schönes Gesamtergebnis erreicht. Ich glaube, ein magischer oder besonderer Moment im Berufsleben ist der Punkt, an dem man realisiert, dass man die richtige Berufswahl getroffen hat und dass man die Herausforderungen, die einem täglich gestellt werden, mit Freude annimmt. Wenn es damals Innenausbau schon gegeben hätte, dann wäre ich sicher auf den Bereich auch mit aufgesprungen. Also muss man ganz klar sagen. Okay. Weil die Bereiche, wo da abdeckt waren, jetzt heute mittlerweile sicherlich eher dem entsprochen hätte, was ich mir auch vorgestellt habe. Man arbeitet echt mit vielen Leuten zusammen, man arbeitet mit dem Kunden zusammen, mit dem Planer. Man hat echt viel Kommunikationsaufgabe einfach und ein gemeinsames Ziel einfach da, was auf die Beine zu stellen, was nachher wirklich Hand und Fuß hat, was man anschauen kann und wo man nachher begeistert davor stehen kann und sagen kann, wow, top Teil, was wir da auf die Beine gestellt haben. Ja.